So, meine Freunde, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Shakes and Fidget. Folge 7 mittlerweile. Die letzte Folge ist schon Ewigkeiten her. Ich habe das Spiel auch ehrlich gesagt nicht mehr gespielt. Es hat mich ein bisschen arg gelangweilt irgendwie. Ich weiß auch nicht warum. Ich habe es halt wirklich exzessiv 2 Jahre durchgehend jeden Tag gespielt. Irgendwann war einfach mal die Luft raus. Aber jetzt habe ich wieder voll Bock bekommen, meinen Charakter in Shakes and Fidget weiterzuspielen. Und wir sind mittlerweile Stufe 351. Die letzten Tage, die letzte Woche war sehr XP-ergiebig, was unter anderem daran lag, dass ich zum großen Teil den neuen Dungeon, die Taverne der dunklen Doppelgänger, geklärt habe. Da habe ich die ersten 6 Level gut gemeistert, würde ich sagen. Stufe 6 war schon ein bisschen haarig, da musste ich schon ein paar Versuche reinbuttern, aber bei Stufe 7, beim verwegenden Verkäufer, habe ich absolut keine Chance. Der ballert mich weg, da muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen leveln, ein bisschen skillen, um den irgendwann zu besiegen. Aber es geht wirklich gut voran. Freunde, wir haben dieses Wochenende schön XP-Event. Wir bekommen Erfahrungsreichtum. Sehr geiles Event für alle, die gerade nicht spielen oder gerade nicht reingucken. Dieses Wochenende lohnt sich wirklich hart, um XP zu sammeln, um ein Level zu schaffen. Also man ballert, wenn man normal spielt, kriegt man bestimmt 1, 2 Level aus diesem Event raus. Man kriegt 2-fach XP bei Abenteuern, 2-fach bei Daily Quests, 2-fach XP bei Arena-Kämpfen, Akademie sogar doppelte EP, 2-fach XP beim Glücksrad, Pet. Achso, und Luchterblong kann, keine Ahnung, welches Pet das ist, kann während dieses Events gefunden werden. Ich weiß gar nicht, welches Pet das ist, wenn ich ehrlich bin. Haben wir das schon? Ich weiß gar nicht, zu welchem Element dieses Pet gehört, ehrlich gesagt. Luchterblong. Erde vielleicht? Ich gucke nochmal schnell Wasser durch. Ich will mal kurz gucken, ob wir das schon haben. Aber es sieht nicht so aus, dass wir dieses schon haben. Nee, das wird irgendein späteres sein. Pets muss ich sowieso mal weiterzocken. Muss mal die ganzen Petkämpfe machen, mal die Habitate freischalten und auf jeden Fall mich ein bisschen darum kümmern, die Pets zu leveln. Weil das bei diesem Account ja relativ untergegangen ist. Habe ich sehr wenig gemacht. Ich habe mich mehr um Dungeons gekümmert und Abenteuerlust weggehauen, aber die Pets habe ich ein bisschen sehr vernachlässigt. Wie gesagt, Freunde, letztes großes Update. Da kam hier die Taverne der dunklen Doppelgänger. Also den Schlüssel bekommt man, glaube ich, ab Stufe 270. Also ein recht später Dungeon. Aber der hat auf jeden Fall sehr viel gebracht. Ich habe zum Beispiel dieses Item hier rausgetroppt bekommen. Das war das einzige Item, was mir bessere Werte gegeben hat. Der ganz tolle Stein. Cooles Item, habe ich auch gleich 8-mal verbessert. Hat auf jeden Fall einiges gebracht, den Dungeon zu clearen. Ehrenhalle, Freunde. Ehrenhalle läuft ziemlich gut. Ich bin steil am Aufsteigen. Ich versuche auf jeden Fall diesen Monat noch, wenn ich hier die 4000, das ist so meine Marke, die ich als nächstes unbedingt knacken will. Und ich bin steil am Aufsteigen. Arena läuft relativ gut. Ich gewinne ziemlich viele Kämpfe. Also da kann man nicht meckern. Außerdem, Event, Freunde, stimmt, das ist ja nicht nur das einzige Event. Wir haben ja auch noch Santo steht Kopf. Da kriegt man die 10-fache Menge an Sanddorn im Shop, was ziemlich krass ist. Man kann im Zauberladen 100er Stacks Sanddorn bekommen. Ich habe mittlerweile schon 4400 Sanddorn gesammelt. Ich sammle die gern, ich finde die geil. Ich will irgendwann mal 10.000 Sanduhren, damit hier noch eine Stelle mehr kommt. Ich weiß gar nicht, ob bei 9.999 Schluss ist. Das würde ich halt gerne rausfinden. Deswegen sammle ich wie ein verrückter Sanduhren. Wir werden das auf jeden Fall auf diesem Channel noch erreichen. Das verspreche ich euch, dass wir 9.999 Sanduhren auf diesem Charakter haben. Das ist das nächste große Ziel. Ja, Freunde, was gibt's noch groß zu sagen? Halloween-Event war vor kurzem, das habe ich leider verpasst. Ich habe kurz nach dem Halloween-Event angefangen wieder zu spielen. Schade, da gab es auf jeden Fall jede Menge geiles Zeug. Da war auch kurz ein Event, wo man beim Glücksspieler hier öfter spielen konnte und öfter am Glücksrad drehen konnte als sonst. Das Event habe ich leider verpasst. Ja, Freunde, ansonsten, ihr seht's, bei den Quests, man bekommt... Ach, ich will ehrlich keine Sanduhr verbrauchen.
Ach, egal. Wir haben sogar gleich eine neue bekommen. Wie ihr seht hier, man bekommt bei den Quests immens viel EP. Hier 5,1 Millionen Erfahrungspunkte kriege ich jetzt. Das ist natürlich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, wenn ihr seht, dass ich 840 Millionen brauche für ein Level Up. Aber es ist auf jeden Fall viel, viel mehr. Das tut dann immer richtig weh, wenn das Event vorbei ist und man wieder normale EP bei den Quests bekommt. Dann ist das immer so richtig... Okay. Jetzt komme ich hier wieder nur noch ein Bruchteil der Erfahrungspunkte, aber auch... Also das Event hier lohnt sich auf jeden Fall, Freunde. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ihr seht es hier. Ich kriege 200% für den Lehrmeister. Mein Sammelalbum muss ich auf jeden Fall noch vervollständigen. Da habe ich nur 65,2%. Ist jetzt nicht so gut. Dann noch 100% Aktionsbonus. Ja, mega geil. Mega geiles Event. Ich liebe EP-Event. Das spiele ich am allerliebsten. EP- und Gold-Events. Immer mega geil. So. Freunde, ansonsten Shakes and Fidget. Wie soll es auf diesem Kanal weitergehen? Wollt ihr eventuell einen neuen Charakter sehen? Wollt ihr einen neuen Charakter sehen? Ich würde vielleicht sogar für den Channel nochmal einen neuen Charakter anfangen. Aber mir reicht eigentlich so vom Spielkonsum her, da ich ja viele andere Games zocke, reicht mir ein Charakter eigentlich massig zu. Aber ja, Freunde, das nächste Video wird kommen, das nächste Shakes and Fidget Video wird kommen, wenn das neue Update kommt. Ich hoffe ja so ein bisschen, dass ein neuer Game Mode kommt. Irgendwas Cooles, so wie damals der Arena Manager. Achso, den habe ich natürlich vor kurzem zurückgesetzt. Das habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Hier mal alles zu kaufen. Dann wollte ich auf 100. Ich wollte diesmal alle schön gleichmäßig mal leveln. So, jetzt machen wir mal einzeln. Gehen die alle auf 110. Ja, so wie der Arena Manager damals, da habe ich mich mega drauf gefreut auf das Update. Ist natürlich im Endeffekt... Ach, scheiße. Oh Gott, machen wir es auf 120. Ist natürlich nicht so geil jetzt im Endeffekt, ne? Es ist halt ein dämliches Hochklicken von Gebäuden. Da hätten sie sich ruhig noch ein bisschen was dafür einfallen lassen können. Hab mich mega auf das Update gefreut. Na klar, die Runen, die man dadurch findet, die sind schon cool. Aber das Update macht jetzt auch nicht so das Krautfett. Muss man ja ganz ehrlich sagen. Da wünsche ich mir in Zukunft vielleicht ein bisschen mehr noch. Ein bisschen mehr. Alter, wir haben so viel, ne? Es geht gar nicht weg, das Geld. Dass dann noch ein paar Game Modes kommen in irgendeiner Form. Neue Dungeons können von mir aus auch jederzeit kommen. Ich freue mich mega. Das habe ich nämlich auch nicht mitgemacht, die Zeit. Ich freue mich mega auf die Legendary Dungeons. Ich habe noch nie ein Legendary Dungeon gespielt. Das kam vor ein paar Updates dazu. Da haben wir leider nicht gespielt, Freunde. Da müssen wir beim nächsten Legendary, der wird dann hier aufploppen. Davon gibt es 4 im Jahr, habe ich gelesen. Also 3-4 Mal im Jahr macht der Legendary auf. Und da gibt es geile, legendäre Steine, bessere Verbesserungssteine für die Items, geile Items. Ich freue mich drauf, da freue ich mich drauf. Beim nächsten Legendary werden wir auf jeden Fall hier auf YouTube so einiges machen, denke ich. Gut, Freunde, das soll es von diesem kurzen Shakes and Fidget Video gewesen sein. Sollte eigentlich nur ein kleines Update sein. Ich bin wieder zurück. Es wird wieder Shakes and Fidget auf diesem Kanal gespielt. Livestreams. Freunde, Livestreams, ein Thema, wo ich ja nie dazu komme. Was ich immer gerne machen wollte, ich komme aber irgendwie nie dazu. Wenn wir denn doch mal dazu kommen, live zu streamen, dann wird das hauptsächlich Minion Masters sein und Shakes and Fidget. Die beiden parallel werde ich wohl streamen. Minion Masters ist ein Spiel, was mir sehr viel Spaß macht zurzeit, genau wie Shakes and Fidget. Finde ich, ist ein perfektes Spiel für einen Stream. Bald kommt auch die Minion Masters Remastered Version raus. Und da will ich auf jeden Fall voll mit durchstarten. Auf Twitch mit Minion Masters. Ich weiß, das Spiel ist nicht groß bekannt und wird auch nicht so viele Zuschauer anziehen. Das ist mir sehr bewusst. Aber ich will auf jeden Fall die kleine Community, die kleine nette Community, die Minion Masters hat, die größtenteils nicht im deutschen Raum stattfindet. Also es gibt wirklich sehr wenige deutsche Content Creator, die sich mit Minion Masters befassen. Diese Lücke würde ich gerne ein bisschen schließen. Und ja, in Zukunft, wenn es nur einmal die Woche ist, wenn überhaupt, mal ein Minion Masters Stream machen. Gut, Freunde, das soll es von diesem Video auch schon gewesen sein.
Das war die Folge Shakes and Fidget, Folge Nummer 7. Wenn das nächste große Update kommt oder wir hier irgendwas klären wollen, wir können euch natürlich in dieser Folge auch noch einen Dungeon probieren. Wo hatte ich letztens was geklärt? Genau, im Hemoridor hatte ich Schmauch gekillt und der nächste wären die Nazguls oder auch Nazgüle oder doch Nazgäuler. Wir wissen es nicht, wir kämpfen mal. Ach, der hat 115 Millionen Lebenspunkte, Alter. Nee, das war nix, Freunde. Das war nix. Die versuchen wir mal in den nächsten Folgen Shakes and Fidget. Wenn ich wieder ein bisschen gelevelt habe, wir brauchen auf jeden Fall, was ich demnächst leveln muss, wir brauchen mehr HP, wir brauchen mehr Damage. Wir brauchen definitiv mehr Damage. Ich mache nämlich keinen Progress mehr. Die Dungeons sind mir alle zu schwer. Die Arena wird langsam schwer. Also ich finde immer weniger Gegner, die ich einfach wegrotze. Also wir müssen auf jeden Fall leveln, Freunde. Wir müssen Power leveln. Wir müssen Shakes and Fidget zocken. Wieder täglich. Und das werde ich auch tun. Gut, Freunde, das war's jetzt wirklich von der Folge. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Immer fleißig weiterzocken, ihr wisst Bescheid. Macht es gut. Tschüss. Bis dann.